Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von DSTV. Mein Name ist Emma Stapel und ich freue mich, dass wir Ihnen erneut die andere Meinung zu einem überaus wichtigen Thema näher bringen dürfen. In Syrien tobt seit 2011 ein erbitterter Bürgerkrieg, der sich mittlerweile zu einem Konflikt mit weltpolitischer Bedeutung ausgeweitet hat. Der Westen, aber auch die Türkei und Golfstaaten wie Saudi-Arabien unterstützen von Anfang an die IS-Terroristen gegen den syrischen Machthaber Assad. Mittlerweile ist Syrien zu einem Schlachtfeld des Islamischen Staates geworden, der sich auf dem Sprung nach Europa befindet. Wir zeigen exklusive Bilder von der Solidaritätsreise einer Delegation der Alliance for Peace and Freedom mit dem NPD-Europaabgeordneten Udo Vogt nach Syrien. Deutlich wird dabei, am Schicksal Syriens könnte sich auch die Zukunft Europas entscheiden. Im syrischen Bürgerkrieg stehen sich die offiziellen Truppen und islamistische Freischärler in einem Kampf um Leben und Tod gegenüber, wie diese Bilder verdeutlichen. Um sich ein eigenes Bild von der Lage vor Ort zu machen, bereiste eine Delegation des europäischen Bündnisses Alliance for Peace and Freedom mit dem NPD-Europaabgeordneten Udo Vogt und APF-Generalsekretär Jens Püse vom 3. bis zum 7. Juni den Libanon und Syrien und kamen dabei nicht nur mit Vertretern der syrischen Regierung zusammen, sondern auch mit den Führungsspitzen der oppositionellen Parteien, mit Militärs und hohen Repräsentanten der christlichen Gemeinschaften. Deutlich wurde dabei, dass sich in Zeiten des Krieges auch die innerpolitische Opposition und alle religiösen Konfessionen hinter Syriens Präsident Bashar al-Assad und seinen Kampf gegen den IS-Terror stellen. Erste Station der Reise war Beirut. In der Hauptstadt des Libanon traf die APF-Delegation unter anderem den Kriegsveteran und früheren Ministerpräsidenten Michel Aoun. Der einstige General der libanesischen Armee, der gute Chancen hat, bald als Präsident an der Spitze des Staates zu stehen, zeigte sich erfreut über das Interesse europäischer Politiker an der Situation im Nahen Osten, kritisierte aber zugleich die Haltung der EU-Regierungen gegenüber der syrischen Regierung, die er als Bollwerk im Kampf gegen den IS-Terror bezeichnete. Einig war man sich, dass der IS in Syrien gestoppt werden muss, da sonst ein Überschwappen des Terrorismus auf Europa droht. Auch in Syriens Hauptstadt Damaskus kam es in den darauffolgenden Tagen zu außenpolitischen Konsultationen auf höchster Ebene. Gespräche führten die APF-Vertreter unter Leitung von Roberto Fiore nicht nur mit Repräsentanten der regierenden Baath-Partei wie dem Parlamentspräsidenten, dem Vizeaußenminister und dem Informationsminister, sondern auch mit den Spitzen der oppositionellen Parteien, allen voran der größten Oppositionspartei des Landes, der nationalistischen SSNP. Die SSNP, die der Baath-Partei Präsident Assads einst in erbitterter Feindschaft gegenüberstand, hat sich angesichts der Bedrohung durch den IS-Terror mittlerweile voll hinter die Regierung gestellt. Ihr Vorsitzender Nasser al-Azmeh machte gegenüber den Besuchern aus Europa deutlich, dass es dabei um die Verteidigung unserer aller Zivilisation geht, da der Terrorismus alle Nationen gleichermaßen bedroht. Syrien ist das einzig verbliebene arabische Land im Nahen Osten mit einer langen, säkularen Tradition und Religionsfreiheit. Anders als in Saudi-Arabien und den übrigen Golfstaaten gibt es in Syrien keinen Islamismus als Staatsdoktrin, keinen Verschleierungszwang für Frauen, keine Scharia-Gerichte und keine Verfolgung religiöser Minderheiten. Muslime und Christen haben die gleichen Rechte und können sich frei entfalten. Diesen Freiheiten haben die IS-Terroristen, die der Westen lange als Rebellen verniedlichte, den Krieg erklärt. Entsprechend deutlich war auch der Appell, den die Vertreter der christlichen Kirchen an die Gäste aus Europa richteten. Die APF-Delegation traf in Damaskus den Patriarchen der syrisch-orthodoxen Kirche und andere Geistliche, die ihr Bedauern darüber ausdrückten, dass die führenden Kirchenvertreter in Europa und aller Welt noch viel zu wenig erkennen, dass auch ihr Schicksal in Syrien entschieden wird. Schließlich seien auch sie potenzielle Ziele des internationalen IS-Terrorismus. Zugleich wurde deutlich, dass muslimische und christliche Patrioten in Syrien zusammenstehen, um den gemeinsamen Feind, den von den Golfstaaten und der Türkei massiv unterstützten und teilweise mit US-amerikanischen Waffen ausgestatteten Islamischen Staat, zurückschlagen, um wieder ein friedliches Zusammenleben zu ermöglichen. Abschließend besuchten Udo Vogt und die APF-Vertreter das Al-Azmeh Militärkrankenhaus vor den Toren der Hauptstadt Damaskus, wo die Delegation mit den Opfern des mittlerweile im vierten Jahr gehenden syrischen Bürgerkriegs sprechen konnten. Die syrische Seite übergab sodann zahlreiche Dokumente, die die Rolle der USA, Saudi-Arabiens und anderer Länder bei der Unterstützung des Terrors in Syrien belegen. Im Gegenzug sicherten die Besucher aus dem Westen ihren Gesprächspartnern zu, ihre Aufklärungsbemühungen über die Hintergründe des syrischen Bürgerkrieges zu intensivieren und sich, etwa im Europaparlament, für eine Aufhebung der westlichen Sanktionen einsetzen zu wollen.
Die STV befragte Udo Vogt nach seiner Rückkehr in Brüssel zu seinen Eindrücken. Hierbei bekamen wir auch aufschlussreiche Informationen zu den Verzerrungen durch deutsche Medien. Es war sehr interessant, denn vor unserer Reise konnten wir in den Tagesthemen einen Bericht über Syrien hören, wonach die 4. Division, die angebliche Elite-Division Assads, vollkommen zusammengebrochen sei und auf der Flucht in den Libanon. Der zuständige Reporter berichtete uns davon, er hätte auf der Fahrt von Damaskus nach Beirut hunderte Soldaten gesehen, die ihre Waffen weggeworfen hätten, und Assad würde sich nur noch wenige Tage halten. Nichts davon ist wahr. Wir fuhren die gleiche Strecke. Wir sahen die Elite-Division im Einsatz. Wir sahen gute, korrekt gekleidete Soldaten, höflich, aber bestimmend. Von einem Zusammenbruch war während unseres ganzen Aufenthaltes in Syrien nicht zu spüren. Die APF wird mit einer Pressekonferenz die Öffentlichkeit über die Ereignisse ihrer Syrienreise informieren. Weitere Informationen finden Sie auf den Facebook-Seiten der APF und des NPD-Europaabgeordneten Udo Vogt. Ich denke, unser Beitrag hat verdeutlicht, worum es in Syrien wirklich geht. Wir dürfen uns nicht an der Seite derjenigen wiederfinden, die das Land angeblich demokratisieren wollen, es in Wirklichkeit aber islamisieren und zu einem Sprungbrett des Terrorismus nach Europa umgestalten. Damit verabschiede ich mich für heute und weise noch einmal darauf hin, dass Sie uns unterstützen können. Entweder mit einem Abo der Deutschen Stimme oder einer Spende. Die Bankverbindung sehen Sie am Ende der Sendung. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Ihre Emma Stapel.